Hallöchen und damit willkommen zurück zum Let's Play von The Inner World 2, der letzte Windmönch. Wir haben seit der letzten Folge versucht, hier mit diesen Fifis zu reden. Die sind so süß. Die sind so knuffig. So, und wir haben versucht, Sachen auszuprobieren. Was willst du nur von mir? Ja, hier, Leinwand angucken. Schickes Logo. Der Projektor scheint im Standby-Modus zu sein. Oh. So, jetzt gucken wir mal. Wir wollen die hübschen Männchen ja... Kann ich ja nochmal demonstrieren hier. Wir wollen diese tollen Menschen ja was fragen. Hallo, kann ich euch nochmal was fragen? So, wir haben ja diese ganzen schicken Symbolchen. Was wir aber nicht haben, ist Wind, mir aufgefallen. Mönch, vielleicht Bliblab, Dingsding, Lab, lab, krak, krak, du, du, put, put. Ich muss irgendwie ihre Sprache lernen. Okay, das heißt, das ist nicht umsonst das Symbol. Also wir haben hier Windbrunnen, Wollmaus, Phosphos, Windrad, Schrof, Basil, Fahne, Aspose, aber wir brauchen das Wort Windmönch. Tschö? Tschö. So. Gucken wir mal, wie man das Wort Windmönch basteln könnte. Also, warte mal. Was war noch Aspose? Aspose war... Gar nichts davon. Okay, Aspose war... Das. Und das. Und das. Und... Nee. Das und das. Das war Aspose. Das ist es nicht. Das war einfach nur der Aspose. Okay. Ui, das sieht aber schick aus. Das ist das Phosphos. Das ist der Wind. Das sieht sehr interessant aus. Also das ist Kunst hier sondersgleichen. Aber irgendwie reagiert ja keiner drauf, ne? Warte mal. Süß. Soll das eine Kartoffel sein? Ach so, ein Erdbeer. Ah, wir haben ein neues Wort. Ein Erdbeer. Cool. Es ist immer noch kein Windmönch. Also wir haben uns einen Erdbeeren gebastelt. Das ist ganz cool. Aber wir haben immer noch keinen Windmönch. Das ist eine Wollmaus. Das ist die Fahne. Vielleicht... Nee, das ist... Das ist der Windbrunnen. Das ist nicht. Keine Ahnung von der Planung. Das ist das Windrad. Hopf. Da war doch irgendwo mal... Da war doch irgendwo mal ein Schild. Das ist der Erdbeer. Warte mal. Machen wir mal so. Nee, das war's nicht. Oder doch? Was ist das? Aber dann haben wir ja da nichts. So, und jetzt... Das ist der Aspose. Alles andere ist ja... Ja. Machen wir mal das weg. Nein. Okay, das war's nicht. Süß. Das könnte was werden. Es waren doch aber Augen. Das war schon mal nicht schlecht. Ähm.
könnte doch voll der Mann sein. Jetzt. Nee. Nein. Wir müssen das Symbol für Windmönch finden. Das war irgendwo auf einem Schild. Wo war denn das Schild? Ich glaube, wir sollten das Schild mal suchen gehen, weil wir haben es ja vorhin gelesen. Weg zum Windmönch. Da war sogar, glaube ich, auch der Erdbeer drauf. Gucken wir mal. Dafür müssen wir das Ding erstmal nach oben fahren. Noch tiefer kommt das Kloster nicht. Okay. Ich muss jetzt nicht mehr hoch. Ich bin jetzt so dicht dran. Ich glaube, ich habe jetzt alles, um mit den Fifi zu sprechen. Bist du sicher, Robert? Bist du wirklich sicher? Dann sprechen wir mal mit ihnen. Hallo, ich bin mir nämlich nicht kann ich so euch sicher. Noch mal was fragen? Ich habe eine Idee, was Windmönch heißen könnte. Windbrunnen, Mensch und Erdbeer. Weil, also das weiß man aus dem... Also ich habe den ersten Teil gespielt, ne? Und im ersten Teil trägt der Windmönch Wolle aus Erdbeergarn. Und da wir jetzt einen Erdbeer hier haben... Gungun? Hm? Aha. Gungun? Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Dann der Asposer. Und dann den Erdbeer. Zeus. Hm? Gungun Zeus? Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Er will das nächste Wort. Jetzt hoffe ich mal, es ist der Erdbeer, weil... Ja, wie gesagt, es würde Sinn machen. Hm? Gungun Zeus. Es hat funktioniert! Ah, Gungun Zeus. Didi! Pat Zeus. Der letzte Windmönch. Oh Gott sei Dank! Asposien braucht euch! Ihr müsst sofort den Thron übernehmen, damit ich das nicht... Oh, nein. Nein! Das... Nein! Das kann er nicht sein. Zeus. Sicher, dass das der letzte ist? Habt ihr nicht noch einen, eine Nummer größer? Gungun Zeus. Au! Oh nein. Wer soll denn Asposien jetzt noch retten? Oh nein. Na dann, nicht mal das kann ich. Vielleicht in 20 Jahren. Dann kannst du offiziell Windmönch werden. Wenn da noch irgendwas von Asposien übrig ist. Hm. Ich kann mich nicht um dich kümmern. Ich hatte mal einen Backstein als Haustier. Er ist weggelaufen. Ich hatte einen Backstein als Haustier und er ist weggelaufen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Wie soll ich König sein? Ich habe immer noch seine Stimme im Ohr. Robert, du Vollidiot! Robert, wie schaffst du es jeden Tag, nicht an deiner eigenen Dummheit zu sterben? Robert, hör auf, die Wachsfrüchte zu essen. Dabei sahen die immer so lecker aus. Und ich hatte solchen Hunger. Ich musste mich immer mit dem verdammten Igel ums Essen prügeln. Oh nein. Gute Zeiten. Sei endlich still! Ich habe mein Leben lang im Keller einer Kathedrale gehaust. Unter einem Mann, der mich nicht mal seine Brotkrumen hat essen lassen. Du undankbarer kleiner Rotzlöffel. Ich hab dich großgezogen. Nein, hast du nicht. Blöd, Mann. Conroy, du warst die einzige Familie, die ich jemals hatte. Aber du hast mich nicht geliebt. Du hast mich nicht mal gemocht. Ich hab mich so oft gefragt, warum du ausgerechnet mich mitgenommen hast. Glaubst du, du wärst jemals ein guter König gewesen? Ja. Selbst wenn ich dich bei ihnen gelassen hätte?
mein trotteliger kleiner Novize. Ich bin kein Trottel. Du bist ein Monster und ich habe dich besiegt. Du wirst mich niemals besiegen. Doch. Verschwinde! Ha! Er ist weg. Jetzt sagst du wohl nichts mehr. Du alter, versteinerter Mistkerl! Hey, nicht weinen. Armes Kerlchen. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch endlich kennengelernt. Ihr konntet mir nicht einfach sagen, dass der letzte Windmönch ein Baby ist? Warum habt ihr mich überhaupt hierher geschickt? Hätte ich dich in deiner Waldlichtung gelassen, wärst du niemals vom Fleck gekommen. Ja. Du wärst bis ans Ende der Welt vor Conroy weggelaufen und hättest nie gemerkt, dass du versuchst, vor deinem eigenen Schatten zu fliehen. Er ist nun mal leider ein Teil von dir. Aber du bist auch ein Teil von dir. Der gute Teil. Warum hörst du denn nicht lieber auf den? Also, habt ihr das nur gemacht, damit ich was über mich selbst lerne? Warum habt ihr mir das nicht einfach gesagt? Manche Dinge muss man selbst herausfinden. Ich verstehe. Hui, na fein. Dann habe ich jetzt wohl ein Baby. So einfach kommt man zu einem Baby. Nein. Aber... Setz das hin. Das gehört dir nicht. Naja, als König könnte ich doch eigentlich... Junge, wir fangen klein an. Du kannst vielleicht ein Land regieren, aber denk nicht, dass du bereit bist, dich um ein Baby zu kümmern. Aber es ist so niedlich. Hey, kleines Baby. Bubi, bubi, bubi. Hattest du nicht eine Hinrichtung zu verhindern? Oh Mist, stimmt. Na dann, viel Glück. Danke, fangen wir Mama klein Dola. An. Erstmal ein... Mach's gut, Kleiner. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, es ist so süß. Vor allem dann hätten wir ein Baby, ohne mit Laura ein Baby zu haben. Was macht ihr denn hier? Oh, hallo. Das ist mein neuer Standort. Ich glaube, er ist prima. Ich habe weit und breit keinen anderen Laden gesehen. Weißt du, wie man das nennt? Monopol. Hey, vielleicht wäre das ein gutes Spiel. Was denkst du? Süß. Ja, aber wie seid ihr hierher gekommen? Mein Laden hat Räder. Oh, wie praktisch. Möchtest du noch eine Wundertüte haben? Ich geb sie dir für Geld. Leider habe ich gerade keine Zeit dafür, aber, hey, was haltet ihr davon, Sachen in Oberasposien zu verkaufen? Sind da viele Leute? Ja, es soll eine große Hinrichtung geben. Ich meine, nein. Keine Menschenseele wird da sein. Ihr werdet der Einzige mit einem Laden sein. Der Rest wird hingerichtet. Also, wenn ich es nicht verhindern kann. Ha! Du appellierst an den Geschäftsmann in mir. Steig ein. No. Oh. Vor allem, wie sie so ist. Ja, wir fangen klein ein. Erstmal regierst du ein Land und dann darfst du ein Baby aufziehen. Oh nein. Die bösen Flötis. Wow, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich, wo Laura ist. Du hirnverbrannter Vollidiot. Kannst du es nicht begreifen oder willst du es nicht begreifen? Laura? Sie muss da irgendwo sein. Oh nein, die dürfen nicht sterben. Ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt. Conroy hat die Basilen gebaut, um die Macht an sich zu reißen. Er hat euch die ganze Zeit zum Narren gehalten. Genug! Ihre Eminenz Abt Conroy würde das niemals tun. Doch! Du hast den Basilenkopf selbst gebaut. Und du wagst es, diese Scheußlichkeit hierher zu bringen? Warum sollte ich Basilenköpfe bauen? Die Wahrheit hängt buchstäblich vor deiner Nase. Und du weigerst dich, sie zu sehen. Du willst die Wahrheit nicht sehen, oder? Du hast Flötennasen und dir ist einfach jedes Mittel recht, um sie loszuwerden. Ruhe! Ich...
Der ist selber eine Flötennase. Du wirst mit ihnen untergehen. Sie alle werden untergehen. Der ist selber eine Flötennase. Ihr werdet am Grunde dieses Brunnens verrotten. Moment, Moment. Aber wenn du eine Flötennase bist, dann vernichtest du deine Familie. Du kannst doch deine Familie nicht umbringen. Sie haben mich verstoßen. Conroy hatte recht, als er... Conroy ist ein Monster. Conroy hat mich gerettet. Er hat uns alle gerettet vor diesem Abschaum. Nein, hat er nicht. Und nun werde ich diese Welt vor ihnen retten. Und wenn Conroy wieder da ist, was dann? Oh, dann brechen goldene Zeiten an. Zunächst wird er mich zu seiner rechten Hand ernennen. Dann werde ich seine rechte Hand. Ah ja, und dann? Warum eigentlich nicht die linke? Nein. Emil ist eine Flötennase. Emil ist eine Flötennase. Ich muss mich beeilen. Laura kann ihn nicht ewig aufhalten. Jawohl. Ich muss es allen erzählen. Oh nein, sie werden mir nicht glauben. Denk, Robert. Denk, denk, denk. Oh, ich kann das nicht. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Nein. Robert, reiß dich zusammen. Du bist der König. Du kannst das. Ja, du schaffst das. Wer ist der König? Ich bin der König. Wer ist der König? Ja, ich bin der König. Sie sind der König? Was? Nein. Naja, nein. Ich bin nicht der König. Noch nicht. Egal. Emil ist eine Flötennase. Das müssen alle sehen. Nur so werden sie mir glauben. Da hinten wird er gleich reden. Aber wie komme ich überhaupt zum Brunnen? Wie wir das aber anstellen, oder ob wir das anstellen, oder was auch immer wir dann tun, sehen wir aber dann erstmal in der nächsten Folge. Wir haben jetzt ja schon sehr viel Geschichte gerade gesehen. Sehr viel interessante Geschichte, aber sehr viel Geschichte. Vor allem, dass man klein anfangen muss. Erst ein Land regieren, dann ein Baby aufziehen. Ja, ja. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.